Hallo Leute, hier ist Kopf, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dead End Road. Und ich nehme das jetzt gerade zum zweiten Mal auf, weil mittlerweile die Steam-Version rausgekommen ist. Das heißt, die offizielle Version, man muss sie nicht mehr auf einer irgendeiner komischen Seite kaufen, sondern man kann das Spiel jetzt direkt bei Steam kaufen für, ich glaube, 3 Euro, was ziemlich billig ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die wesentlich weniger bieten. Komischerweise hat Welcome to the Game ja auch nur 2 Euro gekostet. Letztes sind alle Horrorspiele, die wirklich gut sind, ziemlich billig. Und wir werden jetzt erstmal wieder versuchen, in das Auto reinzukommen, indem wir dieses Rätsel lösen, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie das auch funktioniert. Oh, wir haben das Rätsel gelöst. Also sind wir in dem von uns bekannten Teil des Spiels mit ganz viel Autofahren. Und ich habe sehr viel trainiert mittlerweile. Das heißt, ich weiß eigentlich ziemlich genau, wie man hier rumfährt. Ich weiß nicht, was ihr alles sehen wollt, weil wir haben ja schon 2 Parts gespielt, wo ihr einen Großteil des Spiels schon mitbekommen. Deswegen würde ich sagen, cutten wir vielleicht ein bisschen mehr. Schauen uns ein bisschen mehr wirklich die Stadt an sich selbst an, ob sich irgendwas geändert hat. Aber ich glaube, abgesehen vom Ende ist es... Wir tun einfach so, als ob das eben überhaupt nicht passiert wäre. Und fahren einfach weiter. Ich muss übrigens sagen, ich habe in meinem normalen Playthrough anscheinend nicht das richtige Ende hinbekommen, denn mir hat nämlich, als ich, wir müssen eine Kerze einsammeln, wir müssen eine Glocke einsammeln, wir müssen ein Buch einsammeln, und statt einer Kerze hatte ich nur ein Feuerzeug, weil ich einfach nicht mehr genug Geld hatte, weil man sehr oft das Auto reparieren muss, neuen Sprit und sowas tanken muss, und da hatte ich ein etwas böseres Ende. Ich versuche jetzt mal in diesem Playthrough hier das gute Ende hinzu... Das war fucking knapp. Das gute Ende hinzubekommen. Und mal zu schauen, ob es überhaupt ein gutes Ende gibt. Vielleicht habe ich es auch letztes Mal geschafft und ich brauchte gar keine Kerze selbst. Oder einfach nur ein Feuerzeug hat gereicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das Spiel funktioniert in dem Sinne. Und übrigens, das Buch, was man kaufen soll, kann... Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Das Buch kann jedes Buch sein. Wirklich absolut jedes Buch. Ein Travelbook und sowas geht auch. Also es muss nicht dieses Grimoire, dieses fette, riesige Buch sein. Oder das Buch, was man dachte, was man am Anfang hat. Das zählt nämlich nicht anscheinend. Man muss irgendein Buch kaufen, was ich nicht wusste, was auch erklärt hätte, warum ich da wahrscheinlich beim allerersten Playthrough, als ich es mit den ersten 2 Parts, die ich schon gesehen habe, gespielt hätte, nicht durchgespielt hätte. Wow, das war fucking knapp. Ich habe das Ding nämlich eigentlich sogar berührt. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ich habe es geschafft. 10 von 10. Very nice. Keep it up. Übrigens soll das Spiel anscheinend von der Creepypasta stammen. Ich glaube, die Creepypasta heißt... Das tut mir aber leid. Die Creepypasta heißt 11 Miles. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe es in ein paar Kommentaren gesehen. Ich habe die Creepypasta jetzt selbst noch nicht durchgelesen oder angehört, aber vielleicht könnt ihr ein paar von euch testen. Dann mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt oder ob das wirklich irgendwas damit zu tun hat. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Wenn schon, eine ganz coole Idee, dass wir wieder ein Horrorspiel gemacht haben, was von der Creepypasta abstammt. Von der guten Creepypasta vor allem, nicht irgendein Exe-Game oder sowas. Okay, wir sind jetzt in der ersten Stadt angekommen. Die sein wird... Averyville. Schauen wir mal, was es in Averyville gibt. Vielleicht können wir die ersten Sachen hier kaufen. Okay, wir können mal testen, wie unser Leben so aussieht. Health Check. Das scheint okay zu sein. Scheint in Ordnung zu gehen. Das ist immerhin etwas. Okay, das heißt, wir gehen raus. Und ich glaube, wir dürfen nur gottverdammte Items kaufen, die wirklich wichtig sind. Weil das letzte Mal hatte ich echt super wenig Geld übrig. Das heißt, wir gehen jetzt in den Pawnshop. In Pornshop, wie viele von euch geschrieben haben. Pawnshop. Und kaufen eine Candle. Wait, what the fuck? Das sind 3 Sachen. Das sind fucking... Ich krieg alle 3 Sachen jetzt schon im ersten Laden? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Okay. Wir haben 3 Sachen in dem Laden. Kann ich das Ding nicht 2-mal kaufen? Könnte ich theoretisch schon machen, aber das will ich natürlich nicht. Okay, das heißt, wir kaufen die Candle. Die 12 Dollar kostet, das ist ziemlich fucking teuer. Wir kaufen dann direkt den Leiter, müssen nur im nächsten ein Buch kaufen. Das haben wir schon geschafft. Das wird ziemlich simpel. Das wird ziemlich fucking simpel, muss ich sagen. Okay, keine Ahnung. Gut, das wäre halt sehr einfach. Schätze ich. Kann ich irgendwas beim Mechaniker kaufen, was uns irgendwas bringt, nicht zu teuer ist, weil wir haben jetzt wirklich viel Geld übrig. Fuel, brauchen wir Fuel? Wie viel kostet Fuel? Ne, 12 Dollar. Das machen wir nicht jetzt, machen wir anders. Repair Car kostet wie viel? 5 Dollar. Machen wir auch nicht jetzt. Car Status? Ah, es geht noch voll in Ordnung. Es geht noch voll in Ordnung. Das heißt, wir kaufen vielleicht stattdessen lieber ein Upgrade. Und zwar... Ja. Kaufen wir das? Fuck it. Nein, kaufen wir das? Nein, ja. Nein. 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 Wir reparieren lieber öfters das Auto, würde ich sagen, oder? Das ist wahrscheinlich smarter. Weil Auto reparieren ist echt nicht so teuer. Und soll ich vielleicht eine Zigarette kaufen, um Stress zu reduzieren? Ist es vielleicht smart? Ah ne, es ist ja viel zu teuer. Das muss ich wieder im Supermarkt kaufen. Da kann ich Zigaretten kaufen. Ach, scheiß drauf. Stress ist egal, oder? Right? Mach ich beim nächsten Mal.
Mach ich im nächsten Laden, wo wir ankommen. Wo wir dann auch das Buch kaufen werden, was wir brauchen. Ich weiß übrigens nicht, ob man das Spiel früher abschließen kann, wenn man die Bücher und die ganzen Items schon von Anfang an besitzt. Oder früher besitzt, vor den anderen Sachen. Bin ich mir nicht sicher. Im normalen Spiel musste man nämlich noch einfach weiterfahren. Okay, North Hollows, Drawshire. Geh nach Drawshire. Drawshire. Wir sind in fucking Schottland. Drawshire, North Hollows, Everywhere. Every Wheel in North Hollows in North Drawshire. Wunderschöne Stadtnamen. Hier möchte ich wohnen. Warum ist eigentlich. Warum heißt es. Warum soll die Creepers 11 Miles heißen, wenn wir in der Stadt 2 schon über 12 Meilen gefahren sind? Das gibt keinen Sinn. Das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist echt scheiße. Ich weiß übrigens nicht, ob es irgendeinen Nachteil gibt, wenn wir langsam fahren. Absolut keine Ahnung, weil ich meine, es ist halt dumm, schnell zu fahren im Spiel. Und stirbt man einfach nach 5 Metern. Okay. Lass das Baby halt in Ruhe. Scheiß auf das Baby. Scheiß auf das Baby. Ich hätte es auch umgefahren. Wäre mir egal gewesen. Wäre es halt. Ich meine, warum fährt es da auch lang? Das geht ja nicht. Ich muss schon ein bisschen aufpassen, wo es lang fährt. Mann, 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 das war knapp. Okay. Wenn wir ganz langsam fahren, dann kann ich eigentlich gar nicht sterben, oder? Right? Oder kann mich irgendwas verfolgen? Okay, irgendwas verfolgt mich. Irgendwas verfolgt mich, ganz klar. What the fuck ist das? Okay, ich habe stark das Gefühl, ich darf nicht zu langsam fahren. Stimmt's? Ich weiß nicht, ist noch nie passiert, weil ich nie wirklich extrem langsam gefahren bin, aber ich habe das Gefühl, ich fahre gerade zu langsam und irgendwas verfolgt mich und holt mich dann irgendwann ein und bringt mich um, vielleicht? Die Musik ist sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Habe ich auch noch nicht gehört damals. Oh, es ist so laut. So laut und unangenehm. Okay, die Musik ist weg, das ist schön. Goodbye, Musik. Einfach weiterfahren. Tun so, als ob hier nichts passieren würde. Nichts wäre, alles in Ordnung, keine Probleme. Nur eine schöne Landstraße, auf der wir langfahren. Noch 1,5 Kilometer, Meilen, Kilometer, keine Ahnung, eins von beiden, dann sind wir auch da. Und ja, ihr habt schon 15.000 Mal gefühlt gesagt, es sind kein Dollar, das sind... ein Vogel, es sind kein Dollar, es sind Pfund. Ja, das stimmt. Habe ich auch dann erst gesehen. Ich habe immer gedacht, es ist Dollar, weil alle Spiele, die gut sind, benutzen Dollar. Dollar ist einzig gute Währung auf der Welt. Alles andere ist scheiße. Alles. Alles. Diskutier nicht mit mir. Du hast keine Ahnung von Geld. Okay. Drawshire, to left. Drasche. Achso, ich muss wirklich nach links drücken. Ich glaube, ich kann da mal warten. Dann geht's automatisch. Aber nein. Antique Store. Sag mir bitte, gibt's ein Buch. Sag mir bitte, gibt's ein Buch. Sag mir bitte, gibt's ein Buch. Wow. War das. Ja. Alles. Das war überraschend einfach. Finde ich soweit eigentlich ganz gut. Weil jetzt kann ich einfach meine Sachen. Oh, hier gibt's keinen Mechaniker. Das ist nicht gut. Okay, gut, dann nehme ich auf irgendwas, das meinen kompletten Stress gleich wegmacht. Und dann muss ich aber aufpassen beim Auto. Health check. Dangerously high level. Was ist das hier? Ja, kaufen wir das. Haben absolut keinen Stress mehr und sogar noch Geld übrig. Was gut ist. Was sehr gut ist? Schätze ich mal. Schätze mal, das ist sehr gut. Also, gehen wir jetzt hier weg. Und hoffen, dass bitte wir jetzt nicht sterben und zum scheiß Mechaniker kommen. Warum lädt das so lange? Müssen wir jetzt schon nach Hause? Haben wir jetzt schon die Möglichkeit, nach Hause zu fahren? Ich weiß es gar nicht. Nee, haben wir nicht. Wo gibt's einen Mechaniker? Ich sag, in Courtier Town gibt's einen Mechaniker. Bitte 5 Meilen, bitte 5 Meilen. Yes! 5 Meilen sind besser als 6, weil 5 Meilen sind weniger als 6. Das heißt, wir kommen schnell an unserem Ziel an, meine Freunde. Mathematik, Logik, Berechnungsfähigkeit. Alles zusammen in einem YouTuber. Wo könnt ihr sowas alles finden? Deswegen habt ihr mich abonniert. Ich bin fast da reingefahren. Ich wäre tot gewesen. Ich hätte mich sehr geärgert. Okay, ich fahre nicht so schnell. Ich hoffe einfach, dass man nicht mega schnell fahren muss, dass man auch so klarkommt. Aber wenn ich jetzt verrecke, würde ich weinen. Würde ich sehr, sehr, sehr weinen. Und ich kaufe mir gleich jeden Scheiß, den ich mir irgendwie... Das war nicht schnell. Das war auch nicht schnell. Ich kann nicht so schnell kaputt gehen. Ich habe nicht mehr viel Sprit, merke ich gerade. Das ist nicht gut. Ich muss unbedingt einen Mechaniker finden, wo wir jetzt ankommen. Unbedingt. Sonst bin ich einfach... Sonst werde ich sexuell vergewaltigt, oh Gott. Hi. Mann hinter uns. Geh bitte weg. Geh bitte. Ah! What happened? No! No! Warum? Oh, willst du mich verarschen? Wieso? Ich muss echt schneller fahren, oder? Fuck off. Buch. Travel Guide reicht. Ist Buch genug. Fuck it. Es ist ein Buch. Es ist irgendein Buch. Es reicht schon. Firelighter.
Ja, wir brauchen aber noch eine Kerze dazu, die wir hoffentlich im nächsten Laden bekommen werden. Stimmt's? Werden wir bekommen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel Candle kosten können, weil das Buch, was wir jetzt gekauft haben, war ziemlich teuer. Die Glocke auch, mit 63 übrig. Okay, wie kaputt ist unser Auto? Weil ich glaube, man findet nicht Mechanik in jeder Stadt. Stimmt's? Wie viel kostet das? Das ist viel. Aber ich kauf's. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und ich werde sehr sicher fahren, aber ich werde trotzdem schnell fahren. Es ist teurer, wenn man wartet? Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach mal nach. Ich weiß nicht genau, wie oft man nach upgraden muss und so ein Scheiß. Und ich glaube, es wird echt knapp. Ich glaube, es wird jedes Mal verdammt knapp mit den Sachen, die man hat. Ich muss echt sparen. Egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Mein Stress ist jetzt halt... Ist jetzt halt so. Ich bin jetzt halt gestresst den Rest des Spiels. Whatever. Wir müssen uns damit abfinden. Okay, ich werde wahrscheinlich noch einmal Geld brauchen, um meinen Tank aufzufüllen. Und mein Auto darf absolut keinen Schaden mehr bekommen, oder? Für den Rest des Spiels darf ich überhaupt keinen Schaden mehr bekommen. Great. Drosha. Wo waren wir denn eben? Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal nach Northfall aus. Weil ich glaube, links ist immer ein kürzerer Weg. Ja, links ist immer ein kürzerer Weg. Aber ich schätze mal, der ist schwerer. Weiß ich nicht. Gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel so funktioniert. Ich habe es schon öfters gespielt. Ich weiß immer nicht genau, wie es funktioniert. Ist irgendwie immer ein bisschen random. Aber gut, ihr wisst jetzt, wenn der Typ oben erscheint, muss ich schneller fahren. Glaube ich. Ah! Wow! Da hat mein Herz ziemlich geklopft, meine Freunde. Mich fast verreckt. Go the fuck away. Go the fuck. Warum fahren eigentlich alle Spastis auf beiden Straßenseiten? Was ist das denn? Freunde, macht doch sowas nicht. Das geht doch nicht. Ist doch schlimm. Und auf, komische Geräusche zu machen. Das gefällt mir nicht. Ich fahre einfach mal immer relativ mittig auf der Straße, um dann ganz schnell ausweichen zu können im Notfall. Komische Geräusche. Die mag ich nicht. Okay. Das hier scheint noch relativ einfach zu sein. Es wird eher schwer ab Straße Nummer 3, wenn wir in die dritte Stadt fahren wollen. Das scheint immer ziemlich schwierig zu werden. Die vierte sind schrecklich. Aber die ersten beiden sind meistens ziemlich simpel. Hier passiert eher weniger. Boah, fuck, war das knapp. Nicht gut. Absolut nicht gut. Ich weiß übrigens nicht, warum wir eben gestorben sind. Ob es einfach die allgemeine Zeit war, die zu lange gedauert hat, oder ob wir über längeren Zeitraum zu langsam gefahren sind. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das funktioniert. Aber gut, wir sind halt gestorben. Was nicht gut ist. Jetzt kommen wir gerade an. Great. Wir sind gegen Kisten gefahren. Das hat unserem Auto bestimmt sehr geschadet. Verständlicherweise. Das ist übrigens ein Spiel, wo ich fast nie in die Kamera nach oben gucken kann, weil ich auf permanent Auge auf der Straße. Wir fahren mit dem Auto, Hände ans Lenkrad. Keine Ablenkung. Ist sehr wichtig. So. Nerfalos. So, ich hoffe mal, wir kriegen jetzt eine Kerze. Irgendeine Kerze. Scheißegal, welche Kerze. Antique Store. Gebt mir bitte einfach eine Scheißkerze. Oder ich weine. Das ist keine Kerze. Die gleichen Sachen wie eben. Nochmal, du Spasti. Du kannst dir das gleiche verkaufen wie der Typ aus der letzten Stadt. Was fällt ihm ein? Das kann er nicht machen. Okay, Antique Store Dark Alley. Können wir einfach mal... Können wir einfach mal wagen. Einfach mal fucking YOLO. Fucking YOLO. Ist mir auch egal. Wow. Absolut nichts gefunden. Das ist gut. Ich meine, das ist auch nichts Schlechtes. Also fuck it. Gehen wir halt... Oder warte mal. Können wir im Supermarkt vielleicht irgendwas kaufen, was den Stress ein bisschen reduziert? Wäre vielleicht ganz gut. Zumindest ein bisschen. Ein wenig. Wie viel kostet ein Scratch Card? $5. Ja, fuck it. Wir verloren, oder? Ja, das war absolut klar. Ich glaube, den kann man gar nicht gewinnen, oder? Wie viel kosten Zigaretten? $5. Ja, okay. Besser als fucking nichts. Ich weiß nicht. Ein bisschen Stress runter ist gut. Alles alles ein bisschen regeln. Okay, lief. So. Gut. Finde ich auch ganz interessant, weil ganz am Anfang habe ich nicht gerafft, wofür man die ganzen Gegenstände überhaupt kaufen kann, wie ein fucking Tour Guide. Ich dachte, wir brauchen ein bestimmtes Buch, eine bestimmte Kerze und was brauchen wir noch? Eine bestimmte Glocke, genau das war's. Aber nein, irgendwas davon, das reicht. Wir haben drei Viertel Walk. Ja, Walk. Drei Viertel von Sprit noch übrig, was okay ist. Was okay ist, unser Auto ist ein bisschen auch so drei Viertel noch ganz, würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall machbar, wenn wir jetzt nicht irgendwo gegenfahren oder zu langsam fahren und der komische Geistermann einfach vergewaltigt. Dann sollte es alles in Ordnung gehen. Der rückwärts laufende Mann ist auch da, der sehr unangenehm ist. Wenn jetzt von links ein Auto kommt, wäre ich tot, weil ich kann nicht so weit nach rechts denken. Das ist eine sehr beschissene Straße. Das ist eine sehr, sehr beschissene Straße. Hallo, flieg mir voll ins Gesicht bitte. Dankeschön. Konnte ich nicht verhindern. Wie soll ich denn ausweichen? Wo soll ich denn hin? Soll ich von der Straße runter? Gute Idee. Das wird sehr gut funktionieren. Ich weiß nicht, was bedeutet. Ich habe keine Ahnung, ob die Sachen einfach random sind oder ob die alle irgendwas bedeuten. Ja, hallo Vogel. Das ist ein fucking Vogel. Wie kann ich denn am Vogel kaputt gehen? Lass das. Wow.
Das war relativ knapp. Obwohl, ich bin dagegen gefahren. Kann ich bitte losfahren? Dankeschön. Bitte sag mir nicht, ich bin zu langsam gewesen. Der Typ ist gleich hinter mir. Würde mich sehr ärgern. Aber gut, ich glaube, wir sind dagegen gefahren. Das heißt, da können wir gar nicht sterben. Oder? Wir haben einfach Schaden bekommen, weil wir gegen eine fucking Wand gefahren sind, basically. Kann ich verstehen. Sehr verständlich. Hat bestimmt wehgetan. Dein Nacken ist bestimmt etwas verspannt jetzt. Brauchst du eine Massage, Kumpel? Ich gebe dir keine. Kannst vergessen. Nicht von mir. Nicht von mir. Ich gebe dir keine. Ich massiere mich nur selbst. Das war's. Okay, was? Walk. Wir sind jetzt schon da? Das ging schnell. Oder kommt ihr da irgendeine Gefahr? Augen auf der Straße. Konzentrieren. Nicht ablenken lassen. Okay, kommt einfach absolut gar nichts mehr. Das war einfach. Merken wir uns. Nach Walk fahren immer sehr gut. Ja, aber vielleicht gibt es im Walk keine Kerze. Wenn es im Walk keine Kerze gibt, war das fucking unnötig. Great, wir sind da. Was gibt's jetzt hier in Walk? Walk. Okay. Antique Shop, bitte gib mir irgendwas. Sag mir, das ist nicht zu teuer. Wenn die zu teuer ist, dann weine ich. Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Great, was sollen wir jetzt machen? Hoffen, dass es im nächsten Ort irgendwas gibt? Ich glaube, es waren 5 Orte, die es gibt. Also es gibt erst noch einen und dann gibt es halt das Endlevel. Glaube ich? Oder gab es mehr? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht haben sie auch geändert. Aber bis jetzt ist das Spiel eigentlich genau das gleiche wie vorher. Deswegen hat es sich vielleicht gar nicht gelohnt, dass ich es jetzt neu aufgenommen habe. Nur weil Holridge, South Hope. Genau, South Hope. Don't care. South Hope, let's go. 6 Kilometer. Rechts sind immer 6 Meilen, links sind immer 5 Meilen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob rechts, vielleicht hat er rechts noch einen Mechaniker immer. Weiß ich nicht. Oh, hi. Hi, Gesichter. Willkommen zurück. Ich habe euch sehr vermisst. Nein, Vogel. Oh, fuck you, Vogel. Du bist ein fucking Vogel. Du kannst nicht so wehtun. Lass das. Au. Mein Auto geht echt kaputt, ne? Mein Auto ist sowas von dabei, kaputt zu gehen. Ist sehr geil. Der brennt einfach weiter. Ich sehe sehr viel. Nein. Dankeschön. Nein. Oh, fuck you. Ihr könnt nicht alle mich reinfahren. Ein paar von euch müssen auch an mir vorbeigehen. Ihr habt nicht alle das Privileg, mit mir in Kontakt zu kommen, mit einem schönen Auto. Das war teuer, ja? Das war sehr teuer. Also lasst das. Lasst das. Nein. Oh, Alter, unser Auto ist fast kaputt. Das ist Bullshit. Wie soll ich das in meinem Leben erhalten? Ich fahre gleich irgendwo gegen. Oh, das ist knapp. Ich musste irgendwas berühren und wir sind quasi im Arsch. Das ist Bullshit. Okay, vielleicht muss ich auch... Vielleicht kaufe ich zu teure Sachen. Vielleicht sollte ich nicht immer die teuersten Sachen von allem kaufen, sondern warten, bis ich später noch billigere Sachen sehe. Ich weiß nicht, was wie teuer ist. Da habe ich das Spiel nicht oft genug gespielt. Wir sind fast an einem Baby gestorben. Great. Oh Gott, no. Ich weiß nicht, ob du böse bist. Ich fahre einfach weg. Ich weiß nicht, ob du böse bist. Nein, du bist nicht böse. Dankeschön. Oh, great. Das war angenehm. Wetten, der immer auf dem Rücksitz. Warum nicht? Passiert schon mal ab und zu. Okay, die Straße ist super scheiße. Wir fahren hier fast permanent irgendwo rein. Jumpscare 3 zu 1, ja. Ganz viele tote Menschen. Sehr schön. Sehr aufregend. Fucking Bullshit! Das kann doch nicht so schmerzhaft sein, wenn wir über eine Leiche fahren. Vielleicht für die Leiche, aber nicht für uns. Unser Auto ist fast im Arsch. Wir haben fast keine fucking Energie. Wie sollen wir denn überleben? Es geht nicht. Ist unmöglich. Wie sollen wir denn so bis zum Ende kommen? Wir gehen einfach kaputt. Ach, egal. Scheiß drauf. Wird es schon nicht so schlimm sein. Außer die Kerze kostet 2 Pfund, nicht Dollar. Ja, Pfund. Dann geht's vielleicht. Aber sonst sind wir einfach jetzt fucked. Okay, wenn es hier eh keine gibt, dann sind wir eh Marsch. Sag mir bitte, es gibt eine Candle. Candle, 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 Candle. Ja, und die kostet 7 Dollar. Das ist interessant. Trotzdem das Problem ist, wir nicht vorankommen jetzt. Okay, einzige Chance ist... Da habe ich keine Chance. Wir sind sehr marsch. Okay, wie viel Prozent haben wir noch übrig? Das ist gut. $65. Haben wir. $38. Haben wir. Wie zum Fick soll man das durchspielen? Wie zum Fick habe ich das letzte Mal hinbekommen? Okay, was sollen wir jetzt kaufen? Gibt's irgendwas, das hier... Keine Ahnung. Health check. Ja, natürlich sind wir sehr gestresst. Natürlich. Nein, natürlich geht das auch nicht. Wir haben viel zu viel. Alles klar, wir können absolut gar nichts kaufen. Wie sollen wir. Wir haben zu wenig Geld. Wir haben einfach zu wenig Geld.
Oder man muss unglaublich vorsichtig fahren. Aber dann werden wir erwischt von dem komischen Geistervieh. Das ist das Auto. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen wir irgendwie ans Ziel. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber irgendwie vielleicht. Scratch Card, einzige Chance. Wir müssen super viel Geld jetzt gewinnen. Gib mir einfach bitte die Chance. Ja, das war absolut nicht klar, dass das passieren wird. Okay, noch eine Chance für Geld verdienen, sonst müssen wir irgendwie ins Ziel rollen. Wird nicht klappen. Ah, okay, wir können das Roller kaufen. Die bringen uns was. Ein ganz bisschen Stress weg. Das ist aber großartig. Wir haben 0 Dollar. Wir haben 0 Dollar. Wenn wir irgendeinen Gegenstand berühren, sind wir tot. Great. Da haben wir Lust drauf. Vielleicht können wir irgendwie ins Ziel rollen mit 23% Fuel. Ich glaube nicht. Sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht haben wir irgendwie Glück. Warte, unser Fuel wurde auf. Nein, wurde es nicht. Es war gerade nämlich in der Mitte und jetzt ist wieder ganz im Arsch. Boah, wir sind immer noch nicht im Ziel? Ich dachte jetzt. Okay. Okay. Fuck you. Es sind 7 Kilometer. Ich soll 7 Kilometer fahren mit 23%. Wie stellst du dir das vor, Spiel? Woher soll ich das ganze Geld haben? Woher soll ich das ganze Geld haben? Es ist nicht möglich. Ich hab jetzt schon gleich keinen Sprit mehr. Und ich muss irgendwas berühren und wir sind tot. Das Spiel ist fucking hardcore schwer. What the fuck ist das? Really? Really? Great. Wir sehen uns wieder in einer halben Stunde. Okay, wir haben alle drei Gegenstände. Wir haben 100% Sprit. Wir sind 100% repariert. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein... Wo gehen wir lang? Ich habe keine Ahnung, wir gehen nach links. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Feuerzeug für die Kerze. Und dann sind wir fertig. Und ich habe noch 50 Dollar übrig. Einfach nur dafür, um uns immer wieder unser Auto zu reparieren, was gefühlt 15.000 Dollar kostet. Jedes Mal. Und einfach ein bisschen Sprit zu sammeln. Oh, fuck you, ist das immer knapp. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir irgendwas finden, was wir brauchen. Oh. Man kann damit gewinnen. Das wusste ich nicht mal. Aber gut, wir haben gewonnen. Das ist gut. Dann essen wir ein bisschen Schokolade. Und nehmen ein bisschen Stress weg. Und reparieren unser Auto und so. Ich habe nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Wir sind übrigens gestorben. Falls ihr es nicht bemerkt habt. Und wir brauchen jetzt noch... Oh fuck, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Kerze. Und die Glocke. Und das kostet zusammen so... Wenn wir Glück haben, 10 Dollar. Wir haben 105 Dollar. Das heißt, wir werden jetzt... Ich scheiß drauf. Wir werden sowieso noch 15.000 Mal sterben. Ich sag mal 15.000 Mal. Das ist meine Go-To-Zahl. Wir werden einfach nur scheiß... Oh Gott, das ist so teuer. Ich bin einmal gegen Baby gefahren. Ich glaube einmal über ein Loch drüber. Und es kostet 20 Dollar. Das ist einfach Bullshit. Und das hier. Und jetzt kommen wir, glaube ich, noch genug, um ein Upgrade zu kaufen. Und zwar... Das hier. Kollisionsschaden runter. Wenn ich mir das aber hole, haben wir viel zu wenig Geld. Das kann ich nicht machen. Das geht ja gar nicht. Weil ich brauche noch mindestens 20 oder 30 Dollar zum Reparieren, zum Auffüllen. Und das können wir vergessen. Weil wir müssen noch 10 Dollar... Fuck it. Man kann nie irgendwas kaufen. Es ist... Mann, es ist... Ich könnte auch einfach versuchen, jetzt nochmal... Soll ich? Ich könnte noch 12 Mal einfach diese Glückskarte kaufen. Vielleicht habe ich ja irgendwie Glück. Scheiß drauf. Das ist der erste Laden hier. Scheiß drauf, ich mach's einfach. Vielleicht habe ich Glück und werde reich. Wenn nicht, dann... Scheiß neues. Oh, scheißegal. Fuck it. Und gib mir Geld. Oh, das war überraschend. Das ist sehr überraschend. Komm, kauf ein neues. Muss nicht jedes Mal so lange laden. Kauf einfach... Gib dein ganzes Geld aus. Sei einfach spielsüchtig. Doch, doch. Das ist in Ordnung. Ich würde nur gerne mehr Geld verdienen. Weil ich muss doch... Wie zum Fix soll ich denn mehr als ein paar hundert Dollar bekommen? Ist doch nicht mal möglich, oder? Außer es gibt eine Karte, die mir irgendwie 1000 gibt oder sowas. Weil ich habe jetzt 10 Dollar gewonnen. Das kostet 5 Dollar, das Mitspielen. Das ist halt nicht so geil. Fuck, ich gebe das ganze Geld aus. Ist mir egal. Ich bin spielsüchtig jetzt. Ich werde mein komplettes Geld vergambeln. Für CSGO Knives. Und hoffen, dass ich was Gutes bekomme. Wow. Das wollte ich haben. Gib mir, ich muss irgendwie wieder über 100 kommen. Und wir einfach komplett nutzlos. Das ist echt. Ich verstehe nicht. Das Spiel, ich glaube, man darf Dinge hier gar nicht kaufen. Oder wenn dann einmal und muss dann gewinnen. Das ist echt so komisch. Man hat viel zu wenig Geld. Es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie wieder Geld zu verdienen zwischendrin. Außer wenn diese komischen Alleyways geht, diese dunklen Gassen. Und da findet man, glaube ich, manchmal Geld. Aber auch nur ganz selten. Und wenn dann auch nicht so viel, oder?
Das ist echt. Ich gehe mal komplett Geld aus Pferd gucken, was man überhaupt alles gewinnen kann. Wir haben jetzt zweimal 10 und einmal 35 Dollar, glaube ich, gewonnen. Und das war's. Und jetzt, glaube ich, schon 8-mal verloren oder sowas. Das ist halt echt nicht so nicht wahrscheinlich. Wir gucken, ob es einen großen Preis gibt. Ob man mehr als 35 Dollar gewinnen kann. Weil wenn nicht, ist es komplett nutzlos. Ich kann noch 5 in den 7-mal spielen. Wir werden es sehen. Oh! Okay, wir haben jetzt einmal 45 Dollar gewonnen. Wir haben noch einmal 35, einmal 10, jetzt einmal 45 gewonnen. Ich weiß nicht, ob man mehr gewinnen kann. Wir haben 45 gewonnen, haben jetzt 60 Dollar. Was uns dann im Endeffekt auch genauso wenig bringt wie vorher, ne? Gibt's hier einen Mechaniker? Ich will mal nachgucken. Mit 60 Dollar können wir es theoretisch sogar schaffen. Glaube ich. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt noch so viel reparieren müssen, wird's halt wieder scheiße. Car Status, was sagt ihr denn? Ach so, das habe ich eben schon gemacht. Gut. Was machen wir denn mal? Fuck it, wir fahren einfach weiter. Was brauchen wir? Wir brauchen jetzt noch eine Glocke und eine Kerze. Glocke und Kerze brauchen wir noch. Das heißt, wir versuchen es einfach irgendwo zu finden. Scheiße. Gut, gut. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Kerze. Und wir haben, glaube ich, noch. Wir haben noch relativ viel Sprit. Unser Auto ist noch relativ in Ordnung. Das heißt, wenn wir jetzt alles finden, was wir brauchen. Wir fahren übrigens gerade zu der Stadt, wo es wahrscheinlich einen Mechaniker gibt. Wenn meine Theorie stimmt, dass rechts immer der Mechaniker ist. Fuck, wenn wir gerade zu viel Schaden bekommen. Dann sieht es recht gut aus. Dann müssen wir, glaube ich, noch zweimal überleben. Und dann kommen wir auch am Ziel an, hoffe ich. Ich bin nicht genau sicher. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen schneller zu fahren. Jetzt mal, sonst verrecke ich einfach. Das wäre doof. Das wäre doof. Ich fahre übrigens gerade zu Crow Road, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das viel Schaden war. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht genau einschätzen. Das hat uns, glaube ich, nicht getroffen. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Hey, wir haben die Candle. Aber schlechte Neuigkeiten. Hier gibt es keinen Mechaniker. Was nicht sonderlich geil ist, schätze ich. Ist nicht so geil. Aber im Dark Alley, wo wir theoretisch reinlaufen könnten, machen wir aber nicht, weil die können unser Auto kaputt machen, während wir da reingehen, was nicht gut ist. Und wir können Supermarket gehen und uns irgendwas kaufen, was möglicherweise... Sollen wir es tun? Also ich kaufe eine Soda, die unser Leben, unseren Stress ein bisschen wegmacht. Ich glaube, umso mehr Stress wir haben, umso wahrscheinlicher sind diese komischen Geisterwesen, die ganze Zeit erscheinen. Das wollen wir nicht, weil dann baut man mehr Unfälle und Unfälle sind schlecht. Bei Unfällen stirbt man. Deswegen fahren wir jetzt einfach zur nächsten Stadt und hoffen, dass es da einen Mechaniker gibt. Ich weiß nicht, ob das random ist. Wir sind gerade nach rechts gefahren, aber kein Mechaniker. Deswegen sage ich, es ist Bullshit. Es ist komplett random. Es ist einfach komplett random. Ich glaube, der Loading Screen kommt übrigens nur. Ich weiß nicht, ich habe nicht darauf geachtet, aber ich glaube, der kommt eher, wenn man alle Sachen hat oder lebt man länger oder so. Ich weiß nicht. Wir können jetzt nach Walk. Will ich das? Das letzte Mal war die Reise nach Walk ziemlich einfach, deswegen machen wir es einfach nochmal. Vielleicht klappt das ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da einen Mechaniker gab. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, ob die Städte immer gleich aufgebaut sind. Absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir einen bestimmten Weg fahren müssen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Geil. Immer noch kein Mechaniker. Das heißt, wir haben, glaube ich, gleich einfach absolut keinen Sprit mehr. Cool. Oder können wir irgendwann mal im Antique Store Sprit kaufen? Wenn nicht, bin ich... Was ist denn jetzt? Sterben wir jetzt einfach, weil wir keinen Sprit mehr haben? Weil wir einfach keinen bekommen haben? 5-mal in Folge? Why? Das ist doch Bullshit. Wie gestresst sind wir? Das will ich wissen. Ich glaube, sehr gestresst. Gehe ich mal stark von aus. Health check. Es ist immer dangerously high, oder? Es ist absolut immer dangerously high. Okay. Ist halt scheiß teuer. Ja. Nein. Nein. Kann ich nicht machen. Ich glaube, ich kann mir gar nichts kaufen. Ich kann es mir gar nicht leisten, mir irgendwas zu kaufen. Ich bin... Gut. Hoffen wir, dass wir irgendwie ins Ziel kommen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie es klappen soll, aber... Great. Wenn wir jetzt übrigens sterben, dann fuck it. Fuck it. Fuck it. Nicht nochmal. Dann mache ich es irgendwann anders vielleicht nochmal. South Hope. Holridge. Wir gehen nach Holridge. Ich weiß nicht, warum. Das sind 5 Kilometer. Ist es machbar? Ich weiß nicht. Vielleicht. Möglicherweise. Ich glaube, wir haben nicht mal genug, um Damage und Sprit... fucking nochmal beides wieder aufzufüllen. Deswegen muss ich, wenn dann im Notfall, einfach mit vollem Leben da ankommen und einfach nur meinen Sprit auffüllen. Das Einzige, was ich machen kann, glaube ich. Ich versuche einfach so sicher wie möglich dahin zu kommen, ohne dass ich irgendwas berühre. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die ich habe. What? What? The fuck ist das? What, really? Wir sind fast am Vogel gestorben? Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist doch Bullshit. Oh, ich hasse das. Es ist so laut. Es ist so laut. Okay, unser Auto ist so gut wie im Arsch. Wir haben keine Chance, beides zu reparieren. Wir haben verloren. Wir können eigentlich gar nicht. Wir kommen nicht mit meinem Ziel an, oder?
Nein, nein, fahr schneller. Ich fahr so schnell ich kann. Ich fahr so fucking so schnell ich kann! Nein! What the fuck, Mann? Wie soll man das durchspielen? Müssen wir 50.000 Upgrades bis dahin haben und können uns nicht... Ich bin verwirrt, ich versteh's nicht. Ich glaube, die einzige Chance ist, man findet alle drei extrem billigen Sachen. Das heißt, die 2-Dollar-Kerze, die 2-Dollar-Glocke, ein 2-Dollar-Feuerzeug und ein 5-Dollar-Buch und Upgrade dann immer und immer wieder und gewinnt Geld und ich habe keine Ahnung, wie man es machen soll. Vielleicht muss man einfach so lange bei den Glücksdingern spielen, bis man irgendwie vielleicht 100 Dollar gewinnt oder so. Ich bin verwirrt. Schreibt mal in die Kommentare, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. Muss ich mir irgendwie merken, in welcher Stadt man was kaufen kann, dann immer dahin? Ich meine, jetzt gerade am Ende konnte ich zum Beispiel nicht schneller fahren. Ich habe voll aufs Gas gedrückt und das Vieh hat mich trotzdem bekommen. Habe ich irgendwas falsch? Ist das vielleicht der Stress? Nee. Doch? Nein? Doch? War ich zu gestresst und deswegen hat er mich gekillt? Wahrscheinlich. Vielleicht war es der Stress. I don't know. Hätte ich noch einen Stress Ich habe nicht so viel Geld. Tut mir leid. Wo soll ich das Geld herbekommen? Aber gut, das war ein Dead End Road. Ob ich dazu noch einen Part machen soll und das Ende hinbekommen soll, schreibt es mal in die Kommentare, weil es ist ziemlich frustrierend. Vor allem, weil es keinen Checkpoints gibt, man immer komplett von vorne anfangen muss, jedes Mal, wenn man irgendwo stirbt. Naja, vielleicht updaten die das ja irgendwie mit Checkpoints oder so. Also, bis dahin, Leute, euer Corrupted. Bye, bye.